Recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu 50 Jahre Atari. Das letzte Mal sind wir hier bei Tempest 2000 angekommen und haben das Spiel hier auch mal gezockt. Ihr könnt also in den letzten Folgen immer sehen, ich schreite hier immer ein kleines bisschen weiter fort in der Historie, bis wir hier durch sind und dann kommen nachher auch nur noch Spiele. Aber ich finde das eigentlich ganz informativ, hier ein Teil der Historie von Atari und dann immer mal ein Spiel dazu. So, lernt man gleichzeitig was und hat auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Unterstützt das bitte mit einem Daumen und abonniert den Kanal, denn abonnieren ist immer noch kostenlos und macht reich und schön. So, hier haben wir das nächste Spiel, Club Drive. Club Drive war eines der ersten für den Jaguar angekündigten Spiele, wurde aber erst im November 94 ausgeliefert. Das Spiel war der ehrgeizige Versuch, ein freies Autofahrerlebnis in vollem 3D zu bieten. Das schauen wir uns mal an, ne? Club Drive. Oh, das ist aber blockig, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber gut, wir haben 94. So, Options. Fire for Options. Das ist alles gut. Speed slow. Das ist gut. So. Mal ist Feuer die X-Taste, mal ist Feuer die Kreistaste. Man muss sich hier so ein bisschen hin und her probieren. Oh Gott. What's that? Hier kann man Musik. Ach, hier kann man noch steuern. Spieler, Kamerafront. Ach du Scheiße. Kameraverfolgung. Von oben. Von allen Seiten. Ja, das finde ich eigentlich am geilsten. Was soll das denn sein? Das ist doch nicht euer Ernst. Kann man auch rückwärts fahren? Das ging damals noch nicht. Oh Gott. Club Drive. Also rückwärts kann er nicht fahren. Wir gucken nochmal eben nach der Kamera. Nehmen wir die Onboard-Kamera. Also ich habe mich hier irgendwie festgefahren, glaube ich. Ja, Atari, das war aber nicht so geil, das Spiel, ne? Nicht so der Burner. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder wegkommen soll. Irgendwo hinter der Wand jetzt verschwunden. Ich denke mal, das reicht für Club Drive. Mensch, Leute, was macht ihr denn da für einen Quatsch? Club Drive. So eine coole Konsole und dann so ein schrottiges Spiel. So, hier kommt schon die Preisreduzierung. Anfang 95 senkte Atari den Preis des Jaguar offiziell von 249,99 auf 159. Boah. Mein lieber Schwan, da machen sie richtig Verlust hier. 159,99. Um Kosten zu sparen, lag die CyberMorse Cartridge der Konsole nicht mehr bei. Boah, dann ist das so, ne? Hier haben wir so eine Anzeige von damals. Das ist natürlich schon ein Knaller, ne? $459. So, jetzt kommt der Jaguar CD. Atari hatte schon immer vorgehabt, ein CD-ROM-Upgrade, das war sehr schlau, für den Jaguar zu veröffentlichen, auch wenn es zu vielen Verzögerungen kam. Im September 95 kam das Upgrade dann endlich auf den Markt. Das war natürlich viel zu spät, von meiner Seite aus jetzt gesagt, zu einem Preis von 149,99, was zu diesem Zeitpunkt auch der Verkaufspreis des Atari Jaguar selbst war. Also musste man $300 für beides dann blechen. Ja. So, dann schauen wir uns mal Super Asteroids and Missile Command für den Lynx an. Wieder hier. Wieder Super Block Grafik. Wir schauen da einfach nur mal eben schnell rein, weil das ist nicht so geil zu spielen, ehrlich gesagt. Das ist mir zu
Ach, hier, das... Ah, okay, ich weiß schon, welches das ist. Alles klar. Obwohl, das geht hier eigentlich. Oh, ich habe... Habe ich nicht mehr genug Schuss hier? Das war schon. Okay. Das war schon. Okay, langt. Sollte auch nur ein kurzer Einblick sein. Spot the Elephant. Oktober 95, der Verkaufspreis des Jaguar war inzwischen noch einmal gesenkt worden auf 149,99. Es gab, stimmt, der hat ja 159 und jetzt noch 149. Er war ja vorher 159. Es gab, also hätte die Kombination mit dem Laufwerk dann schon über $300 gekostet. So, es gab nämlich eine neue Gruppe von Konkurrenzprodukten, die auf CD-basierten 32-Bit-Systeme Sega Saturn und PlayStation erneut wurde durch eine Reihe von Werbeanzeigen versucht, den Verkauf des Jaguar zu fördern. Also die Idee mit dem Jaguar finde ich schon ziemlich geil. Ich finde auch die Konsole sieht ziemlich fesch aus. Das sieht schon alles cool gemacht hier, ne? Der Controller. Die ursprüngliche Kontrolle des Jaguar hatte zwar 17 Tasten, von denen viele aber schwer zu erreichen waren. Folglich wurde gegen Ende 95 der Pro-Controller auf den Markt gebracht, allerdings nur in begrenzter Stückzahl. Der ist wahrscheinlich heute sehr viel wert, schätze ich mal, wenn der so begrenzter Stückzahl rauskam. Es besaß 3 weitere Tasten vorne und 2 neue Schultertasten. Ja. Der ist schon ziemlich groß, ne? Also so groß, wer große Hände hat, kommt da sicherlich gut mit klar. Aber für mich wäre das nix. Ruiner Pinball. Ruiner Pinball. Dieses Flipperspiel von der letzten... Jaguar-Titel und der erste der zusätzlichen Tasten des neuen Pro-Controllers nutzte. Okay, schauen wir es mal an. Von 95. Wow, das sieht fesch aus. Hi, Bobo. Obwohl ich nicht so der Flipper-Spiel-Fan bin. Mark at 5, 4, 3, 2. Current status, DEFCON 5. Oh, was muss ich denn hier machen? Hallo? Hallo? Wo gehen denn die Dinger zu drücken? Hallo? Okay. Ich muss noch mal eben kurz die Tastenkombi hier rausfinden. Das war nix. Okay, einen probieren wir hier noch. Ach da! Okay, das ist wieder links. Ach, das geht nur der eine? Der geht hoch? Und der andere nicht? Nee. Es geht nur der eine hier. Der andere geht nicht. Das ist aber ein bisschen cheesy, ne? Okay. Ach, die kann ich auch bewegen, okay. Aber die rechte Seite ließ sich komplett nicht bewegen. Ah! Ist ja abgefahren. Ja, nee, der andere, der rechte geht nicht. Ja. Okay, soll erstmal reichen. Spiel zurück, das Spiel laden, Spielspeicher, Anleitung, Steuerung. Hier kann man was sehen. Ah, okay. Flipper. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man sich das mal anguckt vorher.
Hier mit den Richtungstasten kann man das. Das ist klar. Okay, Schubser links, Schubser rechts. L, okay. Gut, also Steuerung sollten wir uns vielleicht das nächste Mal dann vorher anschauen. Meistens geht das so intuitiv, dass man das dann rauskriegt während des Spiels, aber hier eben halt nicht. Aber trotzdem mal ein cooler Einblick. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, Flipper ist nicht so meine Welt. Let's go to the mall. Atari hatte für das Weihnachtsgeschäft 95 noch ein Ass im Ärmel. Im November eröffnete Atari in Kooperation mit einem Einzelhändler namens Run PC in der Twin Peaks Mall in Longmont, Colorado, ein Jaguar-Kiosk. Oh, das ist ja mega. Das finde ich ja geil. Dort konnten die Verbraucher die Konsole ausprobieren und sich von eigens ausgebildetem Verkaufspersonal beraten lassen. Das finde ich cool. Das ist wie heute ein Apple-Shop, ne? Missile Command, ne? Oh, die hatten auch eine Brille, das wusste ich gar nicht. Anfang 95 könnten Atari und Virtual Reality das Jaguar VR-Headset an. Das wusste ich gar nicht, dass die ein VR-Headset hatten. Das kam nie auf den Markt. Aha, okay. Es gibt aber heute noch einige funktionierende Prototypen in den Händen privater Sammler. Ja, Atari, die waren immer schon sehr innovativ. Das muss man sagen. Die haben sehr viel ausprobiert. Und so ein bisschen wie Sony eigentlich, ne? Also deswegen finde ich, Microsoft ist so richtig so ein langweiliges Unternehmen. Die achten immer nur auf Kohle und ihren blöden X-Pass, der sowieso jetzt irgendwann alle Konsolen auch platt machen wird, weil man ja irgendwann die Konsole auch nicht mehr braucht. Also eigentlich kauft Microsoft jetzt den ganzen Markt komplett auf und ist so ein richtige, also ich mag Microsoft nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin kein Microsoft-Fan und ich war auch nie ein Xbox-Fan. Und gut, Sony macht auch nicht alles richtig, aber die haben wenigstens Innovation, die haben Ideen, da kommt mal was, auch wie jetzt das neue, kommt wieder ein VR, neues VR-Headset und die probieren auch mal was aus und die sind einfach nicht so langweilig und eingefahren wie Microsoft, ne? Immer nur auf Profit aus. Ich meine, Profit müssen wir alle machen, ist klar, aber ja. Irgendwo liegt es halt auch daran, wenn man dann zu stark fokussiert ist auf Kohle und auf Umsatz, dann kann man auch ganz schnell wieder abstürzen und sich die Gunst der Spieler verspielen, sozusagen, ne? Da hat Microsoft ja schon mal ganz doll in die Kerbe gehauen, als sie ihre Xbox One auf den Markt gebracht haben und dann alles musste nur online gemacht werden und keine Spiele mehr zu, keine Software mehr. Die gebrauchte Software sollte dann nicht mehr funktionieren und so. Da haben sie sich ja schon mal ziemlich in die Scheiße gegriffen. Also ich traue Microsoft nicht. Auch heute noch nicht. Und ich hoffe, dass der Activision-Deal mit Microsoft, dass der nicht klappt und dass Microsoft richtig einen vor Bug kriegt. Gut, mal so eine kleine Abschweichung. Das Matheproblem des Jaguar. Schauen wir uns mal an. Das ist wahrscheinlich wieder alles auf Englisch. I remember sitting in the room with Jack and Jack saying to all of us, let's go back to our roots. Let's do at least one more game system. The controller is quirky. The industrial design of both the CD and the main unit are quirky. And this the fact that like I guess somebody used the tooling on the main unit to make some kind of dental device. Like it just has like this weird, quirky history that I think is also Sehr enlightening. geil, diese One of the VR-Geschichte. most Wusste ich gar interesting nicht, dass sie things das about the probiert haben. architecture of Jaguar was this notion of having the Motorola 68000, which basically was responsible for booting and housekeeping, and then the Tom and Jerry chips. I mean, I think at the time, 68000 was still a strong processor, but obviously it was in the Genesis and other things. So you weren't really getting that true 64-bit experience. But I think there was games out there that took advantage. There's so many features in Jaguar that for a developer like Jeff Minter that did Tempest 2000 for Jaguar, Oh, das haben wir ja was eben like, gespielt. wow, give me this. I would say, other than Cybermorph, it did not necessarily feel like that quantum leap that we were promised. It wasn't the flying cars, as they say, that we would have in the future,
but you could see the potential, and that's what was really cool. Like, you like you could see the parts of Cybermorph. You're like, oh, fully 3D world compared to something like maybe Starbox, which was on rails. My perspective is the rule of thirds, where if you want to wind up with one. So, sollte erstmal reichen. Ich darf es nicht allzu lang abspielen, bevor ich nachher wieder Probleme kriege mit YouTube. So, hier haben wir das Ende des Jaguar. Ja, sehr traurig. Anfang 96 hatte Atari insgesamt nur 125.000 Jaguar-Systeme verkauft und noch 100.000 unverkaufte Systeme auf Lager. Vor diesem Hintergrund begann das Unternehmen seinen Ausstieg aus dem Konsolengeschäft zu planen. Noch im selben Jahr fusionierte Atari mit dem Festplattenhersteller JTS und verkaufte seine Lagerware an einen Masseverwalter. Ataris Gaming-Geschäft war Geschichte. Ja, das ist sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber that is life. Das Leben geht weiter. Ataris neues Jahrtausend. 1998 hat der Spielzeug Hersteller Hasbro die Vermögenswerte von Atari aufgekauft. Also Hasbro steckt jetzt hinter dieser, ja, Hasbro gibt es ja auch schon ewig. Dieser Spielzeughersteller hat Atari gekauft. 2003 hat Infogames sich in Atari Inc. umbenannt. Die heißen wahrscheinlich, oder Infogames heißen die. Umbenannt. Die haben ja auch diese ganzen Gold Atari Konsolen, diese Mini-Konsolen rausgebracht, umbenannt. Heute heißt das Unternehmen Atari SA 2021. Hat Atari das neue Atari VCS herausgebracht, einen von seinen klassischen Konsolen inspirierten Mini-PC. Da ist er. Ist aber, soweit ich weiß, in Deutschland immer noch nicht erschienen. Ist bisher nur in Amerika rausgekommen. Also ich wüsste nicht, dass man den so ganz normal in Deutschland kaufen kann. Also sie haben sich in Atari SA umbenannt. Infogames könnt ihr auch auf jeder Verpackung meistens lesen. Das steht meistens auch unter den Joysticks von diesen Mini-Konsolen von Atari, diese Classic-Konsolen. Kommt ja jetzt auch nächsten Monat wieder eine neue raus. Und zwar die 50 Jahre Edition ist im Prinzip die, ja, die Atari 11 dann, die Atari 11 Gold. Die sind ja immer, haben ja verschiedene Nummern gehabt. So, und hier kommen wir jetzt natürlich auch zu neuen Spielen, Atari Recharged, die nämlich ziemlich geil sind. Ich habe schon in das ein oder andere neue Atari-Spiel mal reingespielt, also die sind schon ziemlich cool. Video abspielen, Homebrew. Das Programmieren von Atari 2600 Spielen war früher eine sehr ausgefallene und exklusive Fähigkeit. Heute ist es für Programmierer, die mit der Konsole aufgewachsen sind, ein Hobby. Angetrieben sowohl von der Herausforderung als auch von der Nostalgie versorgt diese kleine Community, sagte ich ja letztes Mal schon, dass Atari 2600 seit Jahrzehnten mit neuer Software, also es gibt tatsächlich auch heute noch. Man muss natürlich ein bisschen schauen, das gibt es nicht einfach so mal eben bei Amazon, glaube ich nicht. Sondern man muss dann schon auf diese Foren gehen und kann sich da das dann bestellen. Und das ist noch immer ungebremst. Ja, das 2600 ist einfach mega. Auch heute noch. I feel the best Atari games ever made have been made in the last 5 years. Like, I think the homebrew scene is incredible. People have figured out, and it's unfair to compare because the original people had like 5 weeks to make, you know, ET or whatever. And now people can take, it's like a hobby. You can take as long as you want and you have access to like special chips and stuff. But still, they're still working, eventually making carts that you plug into your original Atari 2600 and they run and they're super fun. We saw it evolving. David Crane, my best star. There was a lot of nostalgia involved for that to happen. We loved this particular game system. And it's a great intellectual challenge. In 2009, I was given a talk in Philadelphia, just talking about the game business and my experience there. And after the talk, somebody came up to me and they said, hey, I just saw this cool book just came out called Racing the Beam. And it's about programming the 2600.
And since you mentioned that you worked on the 800, I thought you might be interested in this book. And I'm like, ah, that does sound really interesting. Back in the old days when I had my Atari 800, I did learn 6502 assembly language. And so I've been messing around and making some of my own Atari games. I'm not ready to make Psychonauts on the Atari yet, but someday I'm going to make Psychonauts on the Atari 2600. Not announcing that yet, but don't tell anyone. But... What is the point of going back to work on one of these old machines anyway? I mean, to me, the point is I wanna know what it was like to be, you know, Todd Fryer, you know, and who was, you know, told he has 3 months to write Pac-Man on this terrible machine. And could I do, am I a man enough, you know, programmer to be able to do that? You know, Pac-Man was actually Todd Fry. Technically quite solid. Programmierer von Pac-Man, sehr cool. Because it's unique. So, okay, ich würde es mir gerne noch länger anschauen, aber ihr wisst ja, ich habe schon oft genug gesagt, man muss da sehr vorsichtig sein. So, hier haben wir den Atari mit 50, der Atari-Mitgründer Nolan Bushnell, den Ur-Atari-Gründer hier, blickt in seinem Gespräch mit dem aktuellen Atari-CEO Wade Rosen auf seine Zeit im Unternehmen zurück. Ist mit Sicherheit auch sehr interessant. So. So, damit haben wir dieses Kapitel jetzt abgeschlossen. Wir haben ja eigentlich soweit bis auf AK die Ursprünge. Da waren wir jetzt tatsächlich noch nicht. Oder nur haben wir ja nur ein kleines Stück eingesehen. Aber wir haben ja so das Wichtigste jetzt. Oh, das ist auch genial. Das war das Ding, was er da eben stehen hatte im Hintergrund Computer Space. Wir haben so das Wichtigste hier eigentlich jetzt durchgearbeitet. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier die Homepong-Konsole, einfach nur geil, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Dann schaue ich hier nochmal in die Arcade-Ursprünge rein. Und ansonsten würde ich sagen, soll es das mit dieser Folge erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch doch eine super schöne Zeit. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, denn Abonnieren ist für mich und für den Channel super wichtig und hilft uns natürlich auch bei YouTube weiter zu wachsen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.